Der armenisch-christliche Friedhof im ostanatolischen Malatya liegt weit abseits. Viele Gräber sind verwahrlost. Hier wurde der deutsche Christ Tilman Geske letzte Woche beerdigt. Seitdem kommen Susanne Geske und die drei Kinder Michael, Lukas und Miriam jeden Tag an das Grab. Keine Ahnung, vielleicht hat er Papa so lieb, dass er ganz schnell bald dich haben wollte. Aber ich hab ihn auch. Mit Blumen können sie das karge Grab nicht schmücken, die werden sofort geklaut. Dass religiöse Fanatiker ihre kleine Familie zerstört haben, können sie noch immer nicht begreifen. Ich war völlig außer Kontrolle geraten, muss ich ehrlich sagen. Also völlig unter Schock. Es geschah vor 2 Wochen. 5 Männer stürmen das Büro des christlichen Zirve-Verlages in Malatya. Sie überwältigen 2 türkische Mitarbeiter und den deutschen Tilman Geske. Was dann folgt, sind 3 Stunden blanker Horror. Die Opfer werden gefesselt, sie werden gefoltert und am Ende wird allen die Kehle durchgeschnitten. Die Polizei nimmt die Täter fest. Bei ihnen wird nationalistische Propaganda gefunden. Die vielen Warnungen vor Anschlägen hat aber niemand ernst genommen. Susanne Geske muss sich nun alleine um die 3 Kinder kümmern. Wieder und wieder zeigt sie ihnen Fotos des geliebten Vaters. Tilman Geske lebte mit seiner Familie 9 Jahre in der Türkei. Er gab Sprachunterricht, arbeitet als Berater. Seine 2 Freunde und er mussten wegen ihres Glaubens sterben. Das ist schon heftig, also das muss ich schon sagen. Gerade, ja, ich habe noch E-Mails gelesen jetzt gerade. Also wir waren wirklich jeden Sonntag zusammen, haben uns unter der Woche getroffen. Die Kinder haben zusammen gespielt. Also sie waren eigentlich sehr eng befreundet. Von dem her habe ich nicht nur meinen Mann verloren, sondern auch noch 2 gute Freunde. Malatya gilt seit langem als Hochburg rechtsextremer Bewegungen. Christen sind hier wiederholt angegriffen worden. Man unterstellt ihnen missionarischen Eifer und glaubt, dass dadurch die türkische Nation beschädigt wird. Erstmals veröffentlichtes Bildmaterial zeigt, dass schon vor 2 Jahren nationalistische Gruppen in Malatya den Vertrieb von Bibeln beim Zirve Verlag verhindern wollten. Dabei wurden Hassparolen gegen Christen skandiert. Trotzdem geschah nichts, um den Verlag zu schützen. Polizei und Politik schauten einfach weg. Die Morde der letzten Woche werden auch im Kaffeehaus Mutlu, zu Deutsch glücklich, diskutiert. Man ist sich einig, die Morde sind eine Verschwörung gegen die Türkei. Es sind Spiele von ausländischen Mächten, von Menschen, die verschiedene Absichten haben und die Menschen gegeneinander aufbringen möchten. Es ist ein abgekartetes Spiel der Armenier. Sie haben den Jugendlichen Geld gegeben oder wie auch immer. Die Jugendlichen haben keine Arbeit, können mit Geld überredet werden. Der Chefredakteur der liberalen Zeitung Yeni Gün beobachtet seit langem, dass gezielt Propaganda gegen Christen gemacht wird, vor allem in den Medien. Seine Warnung, wie hier mit dem Artikel »Wir werden zur Zielscheibe«, sind erfolglos geblieben. Beim Volk entstand durch einige Medien eine Reaktion gegen die angeblichen Missionare. Es wurde propagiert, Christen würden versuchen, Straftaten zu verüben oder würden versuchen, das Christentum zu verbreiten und unsere Religion sei in Gefahr. Immer öfter werden Christen Opfer von Fanatikern. Letztes Jahr wird der italienische Priester Andrea Santoro in Trabzon in seiner Kirche ermordet. Im Januar erschießen Jugendliche den armenisch-türkischen Journalisten Hrant Dink vor seinem Verlag in Istanbul. Übergriffe gegen Christen sind in der Türkei an der Tagesordnung. Es herrscht Angst. Selbst die kleine evangelische Kirche in Ankara ist eine Festung und muss rund um die Uhr bewacht werden. Wir meinen, dass es in der Türkei eine Hexenjagd gibt. Es ist eine Jagd auf angebliche Missionare. Jeder, der sagt, er sei ein Protestant, wird als Hexe, als Missionar etikettiert und als Feind gesehen, der beseitigt werden muss. Der deutsche Jesuit Felix Körner lebt seit 4 Jahren in Ankara. Christliche Gottesdienste kann Körner nur in der kleinen Kirche St. Theresa in der französischen Botschaft abhalten, also auf exterritorialem Gebiet. Nach wie vor haben christliche Kirchen in der Türkei keinen Rechtsstatus, sind der Behördenwillkür vollkommen ausgeliefert. Auch Körner hat in letzter Zeit einen Stimmungswandel beobachtet. Leider ist die Stimmung paranoid. Es gibt auf Seiten vieler türkischer nationalistisch-national gesonnenen Bevölkerungsteile eine derartige Angst vor allem, was nicht sunnitisch-muslimisch ist, dass man an jeder Ecke ein Kreuz, hinter jedem Fremden ein Missionar
Und hinter jeder Kritik, die mein Kind in meiner Familie möglicherweise gegen mich bringt, schon den Anfang eines Abfalls vom Türke sein und vom Islam vermutet. Susanne Geske will trotzdem in Malatya bleiben. Hier gehen ihre Kinder zur Schule, hier liegt ihr Mann begraben. Sie sagt, sie hat den Tätern verziehen. Was Susanne Geske will, ist, ihren Glauben leben zu können. In der Türkei dieser Tage ein schwieriges Unterfangen. Wenn das dann ein bisschen langsamer wird und der normale Alltag wiederkommt, dass uns dann erstmal klar wird, was eigentlich passiert ist.